Was ist? Was willst du? Bist du verrückt geworden? Hör auf damit! Nein! Nein! Wir zeigen Ausschnitte aus dem erregenden Dokumentarthriller Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn. Dieser sensationelle Kriminalreport enthüllt einen der größten Gesellschaftsskandale der jüngsten Zeit. Er klärt eine Serie von Morden auf und konfrontiert sie mit den Abgründen unserer LSD-süchtigen Jugend. Ist schon ein fieses Geschäft, was Sie da haben, Kommissar. Möchte nicht mit Ihnen tauschen. Beruht ganz auf Gegenseitigkeit, Doktor. Danke. Wir erleben die brutale Jagd einer Bande auf den Mann, der die Öffentlichkeit aufrütteln will und dabei selbst in den Sog des Verbrechens gerät. Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn, bringt Fakten, Tatsachen und Realitäten. Ist unsere bürgerliche Gesellschaft wirklich so moralisch? In Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn erhalten Sie eine schockierende Antwort auf diese Frage. Das ist der Dank dafür, dass ich Sie als Lokalreporter bei mir aufgenommen habe. Einen Stunkmacher, der schon überall rausgeflogen ist. Wer die Wahrheit geigt, dem schlägt man die Fiedel um die Ohren. Ist das Ihre Pressefreiheit? Was sagen Sie zu Eva? Ist das nicht entsetzlich? Ja, schrecklich. Man will das gar nicht glauben. Ein Mensch mehr in der Irrenanstalt. Das ist nicht furchtbar, was? Ich werde alles sagen, was ich weiß. Blöde Gans lässt sich hier einschüchtern. Soll ich mich einlochen lassen, dass zur Schule fliegen? Den Mund sollst du halten oder sollst es gehen wie Brigitte? Aber ich hab genug. Bevor ich mich mit dir einlasse, gehe ich lieber schwimmen. Schieb ab. Vielleicht habe ich dich schon vernascht, wenn du voll warst. Möchtest das deutsche Dieter unserer goldenen Söhne auf den Millionärsjachten ihrer Väter. Noch nie wurde ein so intimer Einblick gewährt wie in diesem Film. Mein Mädchen ist das, mein Mädchen, das ich liebe, das ich von allem fernhalten wollte. Ja, vernünftig, ich wusste doch nichts. Hör doch zu. Zu spät, Charlie. Sie wissen bereits von dir. Und sie würden alles aus dir rausholen. Nein, das kannst du doch nicht tun. Bitte. Ich gebe dir alles, was ich habe. Geh, Schmuck, ich gebe dir alles, bitte. Hast du mich nicht mehr lieb? Doch. Ich hab dich sehr lieb. Und ich komme ja auch bald wieder. Was tust du mit dem Schießgewehr? Zum ersten Mal konnten in Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei Originalaufnahmen in der berüchtigten Herbertstraße gedreht werden. Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn. Ein echtes Erlebnis. Komm, ich bring dich um! Lass mich los! Lass mich los, du Vieh! Ist wieder eine Klammerei? Weiß ich noch nicht. Ui. Ich bin dankbares Individuum. Ehering habe ich zufällig dabei. Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn. Der erste Dokumentarkrimi in Farbe. Brennend aktuell. Ein glühend heißes Eisen. Ein ganz rasanter, leidenschaftlicher Film.